Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Kulturcheck. Wir sind für Sie diesmal nach Kronberg gefahren und werden hier gleich die Künstlerin Franziska Kuhu treffen. Mit ihr werden wir unter anderem über ihre Faszination für urbanen Raum und Frauenmotive sprechen. Und außerdem sehen Sie das hier bei uns. Endlich! Denkmal würdigt Fritz Bauers Streben nach Demokratie und Aufklärung. Gelblich! Schirn zeigt farbintensive Kunstinstallation des US-Künstlers Peter Hawley. Eindringlich! Briefwechsel offenbart die Vorgeschichte des Suhrkamp Verlags. Wir sind heute in Kronberg bei der Künstlerin Franziska Kuhu zu Gast. Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Jetzt sitzen wir ja auch hier schon vor einigen Ihrer Bilder und über Ihre Kunst werden wir auch gleich mehr erfahren. Wir durften Franziska Kuhu einen Nachmittag über die Schulter schauen und stellen Ihnen die Kronbergerin jetzt genauer vor. Gemalt hat Franziska Kuhu eigentlich schon immer. Sie stammt aus einer Kunsthändlerfamilie und ist so schon früh mit den schönen Künsten in Kontakt gekommen. 1974 in Berlin geboren, haben Kindheit und Jugend in der Hauptstadt auch Spuren in ihrer Kunst hinterlassen. Der urbane Raum fasziniert sie und ist ein immer wiederkehrendes Thema in ihren Bildern. Genauso wie Frauenmotive. Nach dem Abi absolvierte sie zunächst eine Goldschmiedausbildung. Doch die Liebe zur Malerei war größer. Und so widmete sie sich bald ganz Pinsel und Acrylfarbe. Seit 11 Jahren lebt Franziska Kuh nun schon in Kronberg. In ihrer Freizeit liebt sie Joggen und Pilates. Ja, jetzt haben wir ja bereits gesehen, wie Ihre Bilder entstehen. Was fasziniert Sie denn an dem Thema urbaner Raum und auch in Kombination mit den Frauenmotiven? Also ich finde, das ist ein modernes Thema und so möchte ich das gerne auch umsetzen. Ich denke mir, dass ich dadurch, dass ich in Berlin aufgewachsen bin, diese Großstadt immer um mich rum hatte und mir das einfach ein vertrautes Bild ist. Und ich mag aus Werbezeitungen einfach Frauen, die ästhetisch aussehen und die arbeite ich dann da ein. Das ist die Idee. Mhm. Ja. Jetzt sieht man ja zum Beispiel auch in einzelnen Bildern, dass aber die Frauen Gesichtsausdrücke haben, die jetzt nicht der klassischen Werbung entsprechen. Wie ist das damit zu verbinden und ist das in gewisser Weise auch eine Konsumkritik, sage ich jetzt mal? Also es ist so, dass ich glaube, wenn man in einer Stadt durch den öffentlichen Raum geht und man überflutet wird von Werbung, die mit starken Signalen arbeitet, dass es dann einfach auch eine Kritik in sich birgt. Ich glaube, dass meine Frauenmotive für mich ästhetische Frauen sind, die eigentlich auch ein bereicherndes Motiv sein können. Also es ist beides drin enthalten, würde ich sagen. Ja, da drängt sich ja in gewisser Weise auch förmlich die Frage auf, ob das in gewisser Weise eine Kritik an diesem ganzen Schönheitswahn ist. Weil man würde ja denken, diese Bilder sind ja größtenteils retuschiert bis zum geht nicht mehr. Das ist ja eigentlich auch eine Sehnsucht, die da verkauft wird, die gar nicht real ist. Oder ein Schönheitsideal, was nicht real ist und das deswegen durchaus kritikwürdig ist. Ja, ich sehe das so, dass Kunst darf überästhetisch sein, muss sich nicht an der Realität orientieren. Ich glaube, wenn man sich die antiken Figuren anschaut, es geht immer um Höchstform der Ästhetik. Ja? Es sollen nach meinem Empfinden von mir ausgewählte, wirklich schöne Frauen sein, die in einer fast unreellen Silhouette dargestellt werden. Es ist der Freiraum, den ich, glaube ich, in der Kunst habe. Auch das nur Schöne zu zeigen. Und wie entsteht denn so ein Bild? Wie kann man sich das vorstellen? Woher nehmen Sie die Motive und wie fügen Sie das zu einem Bild zusammen? Also bei mir ist es so, dass ich diese Thematik vor ein paar Jahren gewählt habe, dass es einfach
urbane Landschaften sind mit diesen Werbeplakaten da drauf. Und das füge ich zusammen, indem ich mir aus meinen Ordnern, wo ich Bildvorlagen gesammelt habe, Verschiedenes raussuche, auf die rohe Leinwand platziere und mir vorstelle, wie ich das miteinander kombinieren kann. Und dann ist es mir auch wichtig, dass ich versuche, verschiedene Techniken einfach in das Bild reinzubringen. Drucktechnik, da verschiedene Materialien, mit denen ich arbeite, Öl, Acrylfarbe, und so in dieser Überlappung entstehen diese Bilder immer wieder in Variationen, in Wiederholung mancher Bilder. Ja, dann werden wir uns auch gleich von Ihnen noch mal ein Bild daraufhin anschauen, genauer. Aber vorher kommen wir erst einmal zum ersten Beitrag. Der Frankfurter Auschwitz-Prozess Anfang der 60er Jahre gab den Gräueltaten der Nationalsozialisten ein Gesicht. Auch wenn nur wenige der einstigen Täter vor Gericht gebracht werden konnten, so ist dem Prozess doch zu verdanken, dass er Licht ins dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte gebracht hat. Dem Initiator Fritz Bauer wurde nun endlich ein eigenes Denkmal gewidmet. Große Eröffnungsfeier für das Fritz-Bauer-Denkmal vor dem Frankfurter Oberlandesgericht. Das nimmt Bezug auf ein Zitat des ehemaligen Generalstaatsanwalts. Sie müssen wissen, es gibt einen Eisberg und wir sehen einen kleinen Teil und den größeren sehen wir nicht. Auch das Denkmal ragt nur rund 1,50 Meter in die Höhe. Der größte Teil des insgesamt 4,5 Tonnen schweren Metamorphits ist in den Boden eingelassen. Erstmal habe ich mich natürlich mit Fritz Bauer beschäftigt und fand diese Unerschütterlichkeit, seinen Glauben an die Menschlichkeit einfach, das war das, was mir sehr wichtig war. Und wichtig war mir natürlich auch, ein Denkmal zu schaffen, was auch offen ist für sehr viele Möglichkeiten, es zu lesen in Bezug auf all das, was Fritz Bauer eben bedeutet. Und es gab dann dieses Zitat, was mich einfach sehr interessiert hat, dass man nur die Spitze des Eisbergs sieht, weil ich glaube, das ist etwas, was auch wirklich übertragbar ist auf vieles andere. Und dann ist dazu dieses Bild entstanden, dass ich einfach nach einem Stein gesucht habe, der das genau das verkörpert. Generalstaatsanwalt Fritz Bauer war Initiator des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Von 1963 bis 1965 wurden einstige Täter für ihre Gräueltaten im Nationalsozialismus angeklagt. Auch wenn lediglich 40 von schätzungsweise 8000 Tätern strafrechtlich belangt wurden, so leistete Bauer doch einen bedeutenden Beitrag für die Demokratisierung der Nachkriegsgesellschaft. Er hat dafür gesorgt, dass die NS-Verbrechen nicht im Verborgenen geblieben sind, sondern mit über 200 Zeugenaussagen von Menschen, die in Auschwitz gewesen sind, die die Verbrechen dort miterlebt haben, die Schrecken dort gesehen haben. Dafür gesorgt, dass es in dem Bewusstsein eingedrungen ist, was hier in diesem Land passiert ist. Besonders die Studenten haben sich damals daran orientiert. Sie haben mit Familien angefangen zu diskutieren. Wart ihr auch beteiligt? Wie war das damals? Und es war sicherlich ein Auslöser, auch für alle diejenigen, die gesagt haben, da wo Unrecht ist, da gibt es keine Legalität mehr. Man muss dafür sorgen, dass vor allem die Würde des Menschen respektiert wird. Und das war sein Justizbegriff. Und das war natürlich sehr revolutionär, sehr radikal und damals in den 50ern und 60ern wirklich auch neu. Vor 48 Jahren starb Fritz Bauer. Es wurde Zeit für die Ehrung seiner Lebensleistung. Das Denkmal wird künftig an Fritz Bauers Streben nach einer aufgeklärten, demokratischen Gesellschaft erinnern. Unweit seiner ehemaligen Wirkungsstätte. Ja, jetzt ist es natürlich spannend, sich mal ein Bild genauer anzugucken. Ich finde ja zum Beispiel das hinter uns hier sehr spannend, gerade weil, finde ich, die Gesichtsausdrücke irgendwie sehr, sehr eye-catchend sind. Also sehr auch was Irritierendes haben, und gerade diesen irritierenden Moment finde ich spannend. Wie ist das Bild denn entstanden? Also da war auch die Idee ganz stark, dass es quasi eine nicht aufhörende Großstadtlandschaft entsteht, die ich immer wieder so übereinander Häuser gesetzt habe und aufgelöst habe mit hier so grafischen Elementen, oder dieses Hochhaus löst sich nach unten hin auf, damit gehe ich ganz frei um. Und dann habe ich meine Motive, die Bildvorlagen,
darauf platziert und habe zum Beispiel an der Fassade hier vorne in der Mitte des Bildes das Motiv zweimal gesetzt, weil ich einfach finde, das zeigt, wie oft sich Werbung wiederholt, wie sie sich abnutzt von dem Individuellen. Ja? Das drückt eigentlich die Doppelung aus. Ja. Mhm. Schwingt da auch eine Kritik in gewisser Weise mit in diesem Vervielfältigen auch und diesen Emotionen, diesen Sehnsüchten, die da auch wiedergespiegelt werden? Ja, schon, weil wenn aus meiner, die Idee ist die, dass der Betrachter, der durch eine Stadt geht und damit konfrontiert wird, von dieser Werbung Signale bekommt. Also ich meine, dass die Frauen, die ich gewählt habe, der Ausdruck sehr persönlich touchend ist. Ja? Man fühlt sich manchmal wie emotional angesprochen und das widerspricht sich ein bisschen, wenn es sich so wiederholt. Das löst eigentlich die Individualität in dieser Beziehung sofort auf. Also man merkt, dass es dann eine Werbekampagne ist und keine persönliche Begegnung im Grunde. Mhm. Ja. Und wie wird das Bild aufgebaut, wenn Sie jetzt quasi ein Frauenmotiv ausgewählt haben? Wie wird das in Zusammenhang mit dem urbanen Umfeld gebracht und wie entsteht dieses Bild? Das wähle ich ganz nach Gefühl aus, wie ich, wenn ich das zusammen probeweise halte, wie ich finde, wie die Wirkung ist. Ja, also. Ja, hat auf jeden Fall wirklich starke Signalwirkung und auch die Farben sind sehr kräftig und leuchtend. Das ist auf jeden Fall immer so ein Moment, wo man hinguckt, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein Kind der 80er bin. Ja, sehr schön. Ja, um Farbe geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Gelb. Dieses Adjektiv würde wohl zuerst fallen, wenn es darum ginge, die Kunstinstallation des US-Künstlers Peter Hawley zu beschreiben. Zu sehen aktuell in der Frankfurter Schirn. Schon von Weitem strahlt sie. Die Kunstinstallation des US-Amerikaners Peter Hawley. Kunst ganz und gar in gelbes Licht getaucht. Das einfallende Tageslicht wird durch eine transparente, runde Platte von 14 Metern Durchmesser gefiltert. Das Ergebnis? Der gesamte Raum wird mit künstlich gelbem Licht durchflutet. Angelehnt an die Idee eines Teilchenbeschleunigers soll die Rotunde energetisch aufgeladen werden. Ich fand gelbes Licht schon immer merkwürdig. Es erschien mir fast wie in einem Science-Fiction-Film. Ich habe schon häufig mit der Farbe Gelb gearbeitet. Sie verbreitet eine seltsame, künstliche Form von Licht und das mag ich sehr gerne. Basis von Hawleys Kunst ist die Annahme, dass Kunstinstallationen immer von dem kulturellen und architektonischen Kontext beeinflusst sind, in dem sie entstehen. So auch in Frankfurt. Auch der Entwicklung von The Schirn Ring ging eine Auseinandersetzung mit der Rotunde der Schirnkunsthalle voraus. Sie bildet den Übergang vom urbanen Außenraum zum Innenraum des Museums. Eine ganz besondere künstlerische Herausforderung. Ich hörte, dass die Installation im Sommer stattfinden sollte und dass es vor Ort ein Dachfenster gäbe, das das Sonnenlicht hereinließe. Da dachte ich, okay, ich kann nicht gegen das Sonnenlicht arbeiten, es ist einfach zu stark, aber vielleicht kann ich die Sonne nutzen und mit ihr arbeiten. Und so entwarf ich einen gelben Filter. Außerdem verwandte ich Metallicpapier an den Wänden, welches Licht reflektiert, und auch den Boden strich ich gelb, damit er ebenfalls das Licht zurückspiegelt. Das Ziel war es, das Kunstprojekt so intensiv und lichtdurchflutet wie möglich zu gestalten. Insgesamt erstreckt sich die Kunstinstallation über eine Fläche von 450 Quadratmetern. Die unzähligen Skizzen an den Wänden entstammen Peter Hawleys Notizbüchern. Zu sehen ist The Schirn Ring noch bis Mitte August.
Ja, Sie sind ja eigentlich Autodidaktin, also haben nie klassisch Kunst studiert. Wie sind Sie denn zur Malerei gekommen? Das fing in meiner Kindheit an, dass ich früh gemerkt habe, dass das Malen einfach gut bei mir funktioniert, dass das immer gute Ergebnisse hervorbringt. Dann ist es auf jeden Fall so, dass das vererbt ist. Mein Vater war Maler und Kunsthändler und wir hatten eigentlich überall bei uns zu Hause Kunstbände liegen. Ich bin einfach ganz früh in Berührung mit Malerei gekommen und ich denke mir, mit dem Talent habe ich das dann einfach weiterverfolgt und ausgearbeitet. Ja. Schön. Und wie kamen Sie zu den Themen, also urbaner Raum und Frauenmotive, das begleitet Sie ja eigentlich immer. Wie kam es dazu, dass Sie diese Themen so für sich entdeckt haben? Nun, ich denke mir, dass die Motive hole ich mir aus Frauenzeitschriften, aus Vogue, Elle als Beispiel. Und das sind Zeitungen, die ich eigentlich auch wirklich gerne immer gelesen habe. Auch schon als ich jung war, habe ich gern drin geblättert. Fand es sehr ästhetisch. Insofern habe ich hier ein Motiv gewählt, was ich als ästhetisch empfinde. Und zum anderen bin ich ja in Berlin aufgewachsen. Wir haben am Kudamm gewohnt, da habe ich meine Kindheit und meine Teenagerzeit verlebt. Und dieses Großstädtische, das ist mir einfach ein bevorzugtes Thema. Auch vielleicht aus einer gewissen Nostalgie. Ja, wir werden auch gleich noch mehr über Sie und Ihren künstlerischen Lebenslauf erfahren, aber vorher gebe ich erst einmal in die Werbung ab. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Kulturcheck. Wir sind heute zu Gast bei der Malerin Franziska Kuh in Kronberg und Sie haben ja ursprünglich eine Goldschmiedeausbildung gemacht. Wie kam denn dann es dazu, dass Sie dann hauptberuflich Malerin geworden sind? Aus der Leidenschaft zur Malerei, die stärker ist als das Goldschmieden. Nach der Schule war die Fragestellung, was ich mit meinem künstlerischen Können anfange. Und da war der Goldschmiedberuf eine Möglichkeit, die einfach auch so ist, dass man ja eine Skizze macht und ein Werk baut, ein Werkstück und am Ende ein fertiges Produkt hat. Und das ist schon ein kreativer Prozess. Aber es ist doch mehr meine Leidenschaft, die Malerei. Ich empfinde es freier, ich kann mich mehr ausdrücken damit. Es ist mein bevorzugtes Arbeiten jetzt. Und gibt es noch irgendetwas, was Sie aus Ihrer Goldschmiedeausbildung nutzen können für Ihre jetzige Kunst? Ja, das Lernen, Ausdauer aufzubringen, also Sitzfleisch, stundenlang an einer Sache dranbleiben. Das macht, glaube ich, meine Werke heute manchmal so detailverliebt, so genau, weil das habe ich in dieser Ausbildung gelernt. Und eine ruhige Hand wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema. Von Frankfurt aus hat er das kulturelle Leben im Nachkriegsdeutschland entscheidend mitgeprägt, der Verleger Peter Surkamp. Die Vorgeschichte des 1950 gegründeten Surkamp Verlags begann allerdings viel früher. Einen ganz neuen Einblick in Wirken und Leiden Surkamps im Dritten Reich eröffnet der kürzlich erschienene Briefwechsel mit seiner vierten Frau Annemarie Seidel. Gut gesichert hinter schweren Eisentüren lagert im Tresor des Universitätsarchivs ein wertvolles Zeugnis deutscher Kulturgeschichte, das Archivar Wolfgang Schopf nun zu einem spannenden Buch zusammengestellt hat. Peter Surkamps Briefwechsel mit seiner vierten Frau Annemarie Seidel, liebevoll Mirl genannt. Das Besondere ist, dass ausgerechnet im scheinbar privatesten Genre überhaupt, nämlich im Liebesbrief und im Ehebriefwechsel, die bislang ungeschriebene Doppelgeschichte der beiden Zwillingsverlage
S. Fischer und Suhrkamp durchscheint, also des jüdischen S. Fischer Verlags, der ab 36 unter dem NS-Regime von Peter Suhrkamp durchgebracht werden soll. So die Vereinbarung zwischen Bermann Fischer und Peter Suhrkamp. Und die Vorgeschichte des Suhrkamp Verlags, die eben nicht erst 1950, sondern in den 30er Jahren einsetzt. Und diese sich überlagernde Doppelgeschichte tritt in Erscheinung in Gestalt eines Ehedramas, in dem sich das Private ins Politische wandelt. Im Mai 1935 verliebt sich der damals 44-jährige Verleger in die Schauspielerin Annemarie Seidel. Die in 345 Briefen dokumentierte Innenansicht der rasch geschlossenen Ehe ist zugleich eine packende Innenansicht des Kulturbetriebs im Nationalsozialismus. In diesem privaten Genre der Briefe zeigt sich auch, dass es auf der einen Seite im nationalsozialistischen System nichts Richtiges geben kann, nichts Richtiges im Falschen, dass aber auf der anderen Seite die individuelle Handlung, dass die persönliche Position den Unterschied machen kann. Mitte der 30er Jahre glaubt Suhrkamp noch, den von ihm geleiteten Teil des Verlages mit einigen Zugeständnissen unbeschadet weiterführen zu können. Regelrecht euphorisch beschreibt er in einem bei der Hauslesung der Goethe-Universität zur Eröffnung der zugehörigen Kabinettausstellung vorgetragenen Brief vom 2. August 1936 die Stimmung während der Olympischen Spiele. Nach dem Essen wechselten Franzosen, Amerikaner, Kanadier, Inder, Diplomaten, Gelehrte, Industrielle an unserem Tisch. Um 13:30 fuhr ich im offenen Wagen über die Triumphstraße nach Hause. Draußen war das Gedränge unverändert, aber alle Welt ist wirklich heiter und gut gelaunt. Feststimmung von diesen Graden habe ich in Berlin noch nicht gesehen. Im April 1944 wird der als Judenfreund unter Beobachtung stehende Suhrkamp verhaftet und ins Konzentrationslager gebracht. Seine Verbindung zur Außenwelt bleiben die Briefe seiner Mirl. Hier gelesen von Bettina Schulte-Strathaus, Filmwissenschaftlerin und die Urgroßnichte Annemarie Seidels. Ich werde ganz gut mit allem fertig. Auch gesundheitlich geht es wieder. Es scheint, dass ich vor Ostern und danach einen besonderen Tiefpunkt erreicht habe, der sich jetzt wieder ausgeglichen hat. Für Planung und Entschlüsse scheint mir jetzt in keiner Beziehung der richtige Moment zu sein. Auch bin ich der einzige Mensch, der mit dir in Kontakt treten darf. Ich wäre also froh, lieber Peter, wenn du dich nicht sorgtest, sondern es im Gegenteil als einen Trost und eine Stärkung empfinden könntest, dass du nicht allein auf der Welt bist. In ihren Briefen bestärkt und ermuntert Annemarie Seidel ihren Mann, um ihm die Isolation und Ungewissheit der Haft erträglich zu machen. Ende 1944 scheint Suhrkamp die Hoffnung dennoch verlassen zu haben. Ach, meine geliebte Mirl, wie viel Qual und Kummer einerseits und Stille andererseits bewahre ich nun schon in mir auf. Soll es immer noch mehr werden? Ich wage schon gar nicht mehr an mich zu rühren. Von Zeit zu Zeit scheint mich eine schwarze Wolke über meinem Herzen warnen zu wollen, meinen Kräften nicht mehr alles zuzumuten. Im Februar 1945 wird Suhrkamp gesundheitlich schwer angeschlagen aus der Haft entlassen. Dennoch stürzt er sich nach Kriegsende voll Eifer in die Arbeit. Der Wiederaufbau des Verlags scheint Suhrkamp 1945 vergleichsweise leicht zu fallen. Er ist zwar noch vom KZ gezeichnet, aber scheint sich mit vollem Elan in die neue Aufgabe zu stürzen. Er erhält die erste britische Verlagslizenz, widmet die Samuel Fischer und arbeitet auf die Wiedervereinigung mit dem alten Verlag hin. Die scheitert. Und so erscheint 1950 das magische Datum des Suhrkamp Verlags, seiner Gründung in Frankfurt, für Peter Suhrkamp eher ein deprimierender Einschnitt zu sein. Er weiß, alles nochmal neu beginnen zu müssen. Er stellt sich dabei ganz auf sich und das so radikal, dass er mit der Trennung von S. Fischer auch den Wunsch nach der Scheidung von Annemarie Seidel verbindet. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Tod der beiden eröffnet ihr Briefwechsel nun einen neuen Blick auf die Vorgeschichte jenes Verlages, der das Geistesleben der jungen Bundesrepublik wie kaum ein anderer geprägt hat. Ja, als Künstlerin ist man doch eigentlich immer in einem Kreativprozess, oder? Sind Sie da gerade wieder an neuen Bildern? Steht gerade irgendwas Neues? Woran arbeiten Sie gerade? Meine Thematik behalte ich bei, aber ich versuche jedes Jahr eine Serie zu produzieren, wo ich mich zwischen 8 und 12 Bildern aufhalte. Und auch wenn meine Themenstellung die gleiche bleibt, möchte ich mich eigentlich immer wieder anders ausdrücken und variieren, anders kombinieren.
zum Beispiel grafische Elemente mehr Raum geben oder dann wieder das Urbane mehr im Vordergrund rücken lassen. So variiert es und zukünftig soll es auch so weitergehen. Super, das heißt, wir können weiter gespannt bleiben. Ja. Super. Dann danke ich Ihnen, dass wir Sie besuchen durften. Die Sendung ist leider schon vorbei. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und Sie, liebe Zuschauer, das war meine letzte Sendung. Das letzte Mal, dass ich Sie durch Kulturcheck geführt habe. Das nächste Mal wird Sie meine Kollegin Anke Seeling begrüßen. Ich verabschiede mich also von Ihnen und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Tschüss.